Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesestapel von mir, die ich jetzt gerade an meinem ersten Tag wieder in Deutschland aufnehme. Ich weiß, die letzten zwei Wochen in Amsterdam gewesen. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, werden das in meiner Story und an den Fotos, die ich gepostet habe, an der Halfpipe und so weiter, gesehen haben. Und wie sich die meisten schon denken können, war ich halt in Amsterdam auch in einigen Comic-Shops drin gewesen. Hat mir demzufolge, was heißt einiges, total übertrieben, zwei Comic-Shops, hat mir dort aber einige Variant-Cover gekauft, die extrem fett aussehen, die ich demzufolge schon auf Instagram gepostet habe. Sprich, die Leute, die mir auf Instagram folgen, werden das wahrscheinlich schon gnadenlos für diese Folge gespoilert sein, weswegen ich in diese Folge auch noch ein bisschen mehr mit reinpacke, weil des Weiteren ist an einem Tag, bevor ich gefahren bin, noch ein riesiges Paket vom Taschenverlag bei mir zu Hause angekommen und in der Zeit, wo ich weg gewesen bin, drei Pakete von Panini mit neuen Veröffentlichungen und obendrauf hat mich zwei Tage, bevor ich nach Hause gefahren bin, der gute Marco angeschrieben gehabt, dass er zu Hause noch ein paar Comics hat und ein paar andere Sachen, die er mir gerne zuschicken würde und hat das Paket dann zeitgleich quasi losgeschickt, wie ich losgefahren bin von Amsterdam und tatsächlich sind das Paket und ich gleichzeitig bei mir zu Hause angekommen, also wirklich unglaublich, wie schnell in dem Fall die Post gearbeitet hat. Hat mich wirklich baff gemacht, dass das Paket gleichzeitig mit mir angekommen ist und obendrauf noch so riesig fett gewesen ist, dass es mich nochmal baff gemacht hat, was der Marco mir da tatsächlich alles geschenkt hat. Und an der Stelle vorweg schon mal ein dickes, fettes Dankeschön raus an Marco für dieses unglaublich fette Paket, was du mir da zugeschickt hast. An der Stelle fange ich mal an mit der Sache, die der Taschenverlag mir zugeschickt hat. Und zwar werden es euch die meisten von euch schon denken können, wenn es um den Taschenverlag geht, weil da hat man ja gerade auf Instagram, Facebook in letzter Zeit oft dieses Ding hier gesehen, und zwar die Stan Lee Story, die wieder in so einer riesigen Umverpackung daherkommt. Ich feiere das ja total ab, wenn der Taschenverlag die ganzen Hardcover nochmal zusätzlich in so einen Karton reinpackt. Werde ich mich die Tage drauf stürzen, wie ihr hier schon am Gewicht und an meiner Leichtigkeit mit dem Karton in der Hand sehen könnt, habe ich das Hardcover schon rausgeholt. Liegt bei mir auf dem Wohnzimmertisch, weil das werde ich euch dann in seiner Gänze in meiner Review dazu präsentieren. Muss aber sagen, ich finde den Karton wieder extrem schön gestaltet und bin ja eh sehr, sehr großer Fan vom Taschenverlag und freue mich jetzt schon so mit als erstes jetzt nach diesem Video das Vorwort von dem Buch zu lesen, weil ich sage es immer wieder, die Vorworte, die der Taschenverlag den einzelnen Veröffentlichungen dazu gibt oder besser gesagt vorhergibt, sind immer so toll geschrieben, dass das mich immer perfekt auf die Bände einstimmt und ihr hört es wahrscheinlich schon raus, das Stan Lee Buch wird sofort nach diesem Video hier von mir gelesen werden. Des Weiteren, wie eben erwähnt, sind zwei Pakete von Panini oder besser gesagt drei Pakete mit drei Comics bei mir zu Hause angekommen und zwar zum einen mit denen hier New Mutants, was ich gerade da ablegen wollte, weil ich gerade dachte, das wäre das andere, was ich im Urlaub gelesen hätte, aber tatsächlich ist das hier nicht das aktuelle New Mutants Ding, ist aber eine aktuelle Veröffentlichung, die in ihrer ersten Veröffentlichung allerdings schon im Jahre 2009 erschienen ist und jetzt halt im Zuge des Kinofilms nochmal gereprintet wird, ist die Serie von Seth Wells. Und nachdem ich jetzt seinen letzten Band der aktuellen Miniserie gelesen habe, bin ich extremst gehypt hier drauf, weil ich fand die aktuelle Miniserie extremst gut, auch wenn der Cliffhanger einen so halb unzufrieden zurücklässt. Das werde ich dann in meiner Review ein bisschen genauer erläutern, ohne dazu viel wegzuspoilern. Ist aber auf jeden Fall eins der Highlights gewesen in meinem Urlaub von den Sachen, die ich dort gelesen habe. Und an der Stelle schon mal eine extremst krasse Leseempfehlung raus für den aktuellen New Mutants Band. Und der hier wird hoffentlich genauso gut oder zumindest wird er in die gleiche Ecke gehen, weil ich auf der Besetzungsliste oder besser gesagt auf dem Cover schon sehe, dass Magic hier anscheinend auch die Anführerin des Teams ist und so hat man wahrscheinlich ein bisschen den gleichen Charme wie in der aktuellen Serie und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf das ganze Ding. Eine weitere Sache, auf die ich wirklich gespannt bin, ist jetzt in dem Fall Infinity Wars, der zweite von insgesamt zwei Bänden und der abschließende Band des aktuellen Panini oder besser gesagt Marvel Crossovers. Ich muss dazwischen jetzt noch die beiden Megabände lesen, wovon ich den ersten schon hier liegen habe, den zweiten werde ich später noch kaufen müssen und ich bin extremst gehypt auf das Ding hier, muss das unbedingt den Megaband so schnell wie möglich lesen, dass ich mich hier drauf stürzen kann, denke aber, dass das ganze Ding auch ohne die Megabände relativ gut funktionieren wird, weil bis jetzt war ja so meine Erfahrung mit dem ganzen Event, wenn man das Ganze vorgeplänkelt und die Sonderbände gelesen hat, bekommt man definitiv einen Mehrwert geliefert, aber man versteht auch das ganze Event, ohne es das Ganze drumherum gelesen zu haben, deswegen das ganze Ding wahrscheinlich auch so funktionieren wird. Ich werde es mir aber tatsächlich jetzt erstmal die Megabände reinziehen, bevor ich mich auf das Ding stürze und das Cover sieht schon wieder so fett aus, dass ich das Ding am liebsten sofort lesen würde. Des Weiteren ist noch an aktuellen Panini-Veröffentlichungen bei mir gelandet, das aktuelle Abo-Heft, was in dem Fall Heft Nummer 28 aus dem Hause Batman, besser gesagt vom DC, aus dem Hause DC mit Batman ist. Ich muss sagen, dass das Motiv, was man gewählt hat, eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee ist, aber total hässlich umgesetzt wurde in den Cover. Also da wird gerade mit dieser Idee, dass man Batman und Robin und dann Batman und Nightwing zusammen auf den Cover drauf hat, einmal halt in der Vergangenheit, wo Robin oder besser gesagt Dick Grayson noch was jünger gewesen ist und dann jetzt in seinem Nightwing-Kostüm, das hätte man einfach viel schöner darstellen können. Und das ist ein bisschen schade, dass das Cover dann doch so ein bisschen lieblos daherkommt. Kann ich gar nicht verstehen, weil, wie gesagt, die Idee von dem Motiv ist so cool, aber dann leider schlecht umgesetzt worden. Aber das tut ja nichts weiter zur Sache, weil der Tom King Run bis jetzt so gut ist, dass das wahrscheinlich nicht weiter ins Gewicht fallen wird. So viel zum Thema der aktuellen Panini-Veröffentlichung. Und dann fange ich jetzt mal an mit den Sachen, die ich mir jetzt in Amsterdam geholt habe. Es sind, glaube ich, insgesamt 15 oder 16 US-Hefte, die ich mir dort zusammengekauft habe. Ich wollte zuallererst in den Comic-Shop Amsterdam
gehen, der einfach nur Comic Shop Amsterdam heißt. Allerdings bin ich dann dort gewesen und musste feststellen, dass der Laden nicht mehr da ist, dass er umgezogen ist. Bin dann relativ frustriert zum Henk gelaufen, was dann die nächste Anlaufstelle in Amsterdam ist. Und bei denen ist das Problem, dass die Figuren alle so 10 bis 15 Euro zu teuer sind, weil er halt mit in der Touristengegend liegt und da bezahlt man mit den Figuren definitiv die Miete mit. Aber 15 Euro ist halt viel zu viel Aufschlag bei so einer Figur. Wenn die Figur so 5 oder sagen wir mal eher so 4 bis 5 Euro mehr kostet als auf Amazon oder so, kann ich das noch nachvollziehen, weil den Einzelhandel muss man unterstützen und wenn so ein Laden halt so eine teure Lage hat, sehe ich es auch mal ein, so wie gesagt 4 bis 5 Euro mehr für eine Figur zu zahlen. Aber bei 5 bis 15 Euro hört es bei mir auf, weswegen das Ding für mich so eine Art Museum ist. Bin dann einmal mit meiner Frau da durchgegangen, habe jetzt nichts Wirkliches gefunden, bin wieder raus, habe dann in den Schaufenster ein paar richtig fette Variant-Cover gesehen und dachte mir, alles klar, gehst du rein, holst dir ein paar US-Hefte mit schönen Covern. Bin reingegangen, habe dann auch direkt ein, zwei Cover gegriffen, bin zur Kasse gegangen, habe gar nicht nach dem Umrechnungskurs geachtet, habe dann, als ich aber zahlen musste, gesehen, dass ich da tatsächlich 1,20 Euro den Dollar bezahlt habe. Unglaublich. Ich habe noch nirgends so gesehen, dass man mehr Euro für den Dollar zahlt beim Umrechnungskurs. Also da machen die ja so einen krassen Gewinn raus und es hat dann wieder so ein bisschen Bauchschmerzen bei mir verursacht. Ich habe mir bei denen, ich glaube, es waren insgesamt 5 US-Hefte geholt und da hat man dann alles klar, du bist in Urlaub, da willst du eh nicht aufs Geld achten, ärgere dich nicht weiter drüber und bin den Tag darauf dann zum CIA Comic Store oder ich glaube Comic Talk, keine Ahnung, auf jeden Fall CIA. Ich verlinke einfach mal hier in der Beschreibung an die Instagram-Seite von ihnen. Der postet nämlich auch richtig fleißig auf Instagram jeden Tag Selfies mit sich selber und bin dann in den Laden reingegangen, der mehr oder weniger noch eine Baustelle ist, weil er gerade erst umgezogen ist und der Verkäufer ist so lustig und nett gewesen, dass wir uns direkt in ein Gespräch verloren haben, was irgendwie gefühlt fast eine Stunde gegangen ist, wo der mir alles Mögliche gezeigt hat, was er seiner privaten Sammlung noch drin hat, wo so krasse Sachen dabei gewesen sind, wo ich niemals in dem gedacht hätte, dass ich diese Sachen mal tatsächlich in der Hand halten werde. Unter anderem halt alles in diesen Grading-Dingern drin und unter anderem hat er dabei das allererste Heft von Batman gehabt, dann hat er das X-Men Giant Size, was ich ja auch irgendwo in so einem Nachdruck Lentacular Cover stehen habe, das Originale davon, hat er auch bei sich stehen gehabt, dann die Amazing Spider-Man Nummer 300 mit diesem berühmten Todd McFarlane Cover und noch so einiges anderes, wo ich ja schon gar nicht mehr aufzählen kann, was es alles ist und teilweise in so krass guten Zuständen, wie ich es selten gesehen habe. Er hat mir dann noch jeweils immer die Preise davon gesagt und es war total krass, was er da alles so stehen hat. Und wie gesagt, war extremst lustig, wir haben es lange unterhalten. Er hat zum Glück ein bisschen Deutsch geredet, ich schon an der Stelle ein bisschen Englisch und das war relativ lustig. Er hat auf Deutsch geredet, ich habe auf Englisch geantwortet. Mein Englisch ist nicht das Beste, sein Deutsch war nicht das Beste, aber es hat trotz dessen funktioniert. Und bei ihm habe ich dann direkt gut zugeschlagen und habe dann da tatsächlich nur 80 Cent in Dollar bezahlt, was mich dann noch mehr geärgert hat, dass ich einen Tag vorher ein paar Cover beim Henk gekauft hatte. Aber das ist ein anderes Thema. Und so viel zum Thema von Amsterdam. Wenn ihr da seid, geht zum CIA Comics. Wie gesagt, ich verlinke euch den mal in der Beschreibung. Zumindest die Instagram-Seite von ihm. Und wenn ihr auf die Instagram-Seite seht, dann seht ihr auch die Adresse direkt von ihm. Solltet ihr definitiv mal vorbeigucken. Sehr chaotischer Laden. Allerdings hat er sehr, sehr faire Preise. Und das fängt auch schon bei den Figuren an. Ich habe mir auch eine Figur bei ihm gekauft. Und zwar aus der DC Collectibles Serie, für die man auf eBay und auf Amazon meistens so 30, 35 Euro zahlt. Hat mir dann da in dem Fall den Cyborg Superman gesehen, den ich einen Tag vorher für, ich glaube, 36,99 im Henk in der Hand gehalten habe und einen Henk schon kurz überlegt hatte, mir den zu holen, weil ich dachte, okay, der kostet auf Amazon 30, hier kostet er 36, sind 6 Euro Aufschlag und ich habe eben noch erwähnt, meine Grenze sind halt so 4 bis 5 Euro, weswegen ich auch noch geizig geblieben bin und mir dachte, okay, wenn am Ende des Urlaubs noch zu viel Geld über ist, dann kannst du ihn dir immer noch holen, haben dann da in der Hand gehalten, haben gefragt, was die Figur kosten sollte, er sagte 25 Euro und dann habe ich es halt direkt mitgenommen, finde die Figur richtig, richtig fett und habe jetzt auch endlich mal eine richtige Superman-Figur bei mir in der Sammlung, zwar in dem Fall der Cyborg-Superman, aber das ist den Umstand geschuldet, dass ich die meisten Superman-Figuren einfach nicht schön finde. Ich finde, meistens ist der Kopf ein bisschen zu kitschig gestaltet, erinnert mich zu sehr an Ken von Barbie und Ken, weswegen ich mich an der Stelle dann dazu entschieden habe, eine Cyborg-Superman-Figur in die Sammlung aufzunehmen, was an der Stelle erstmal ein Charakter ist, den ich extrem cool finde, weil das einer der ersten Charaktere ist, die ich damals in meiner Kindheit kennengelernt habe und in dem Fall halt auch noch so aussieht wie Superman und deswegen passt das Ganze für mich und hat mich sehr gefreut, dass ich mir die Figur nicht einen Tag vorher für über 10 Euro mehr gekauft habe und an der Stelle nur 25 Euro dafür bezahlt habe. Und ansonsten ist es ein bisschen DC-lastig geworden, weil DC gerade so extrem fette Cover zu DC rauswirft, wo halt ganz viele Anspielungen zu Horrorfilmen sind und da habe ich mir wirklich einige von geholt. Ich habe das ganze Event jetzt noch nicht angefangen zu lesen, das Ganze werde ich schon auf Deutsch lesen und das, was ich bis jetzt hier an Zeichnungen und so weiter gesehen habe, sieht atemberaubend aus, liegt aber auch daran, dass das ganze Ding von Tom Taylor geschrieben wird, der ein sehr, sehr guter Autor ist und so extremst in die Horrorrichtung abdriftet. Ich habe an der Stelle hier das Cover vom ersten Heft in der Hand, beziehungsweise das Variant-Cover vom ersten Heft in der Hand. Da oben drauf waren dann noch ein paar Lentacular-Cover in den Laden am liegen, wo ich dann auch mal ein bisschen rumgeguckt habe. Von den insgesamt 10 Stück, die da gewesen sind, habe ich mir, glaube ich, 4 oder 5 Stück gekauft.
weil bei der ersten Wave der Lentacular Cover leider die Qualität des Lentacular Effects nicht immer der beste gewesen ist und man nicht immer beide Motive richtig gut erkennen konnte, musste ich an der Stelle ein paar Motive, die ich richtig schön fand, auch gerade von der Idee her, leider liegen lassen, die ich sehr, sehr gerne mitgenommen hätte. Bei mir gelandet ist dann unter anderem das Old Man Logan Heft Nummer 31, wo man dann halt die Anspielung mit den Silver Samurai sieht, einmal halt beide im klassischen Outfit oder besser gesagt in einem Fall halt der jüngere Wolverine gegen einen Silver Samurai im klassischen Outfit und an der anderen Stelle halt der modernere Silver Samurai, der gegen Old Man Logan kämpft. Extremst coole Gestaltung, ist auch ein Lentacular Effekt, der besser funktioniert als die anderen, die halt nicht so gut funktioniert haben. Ich weiß jetzt nicht, wie gut der ganze Effekt hier auf der Kamera rübergekommen ist. Falls es nicht so gut rübergekommen ist, guckt doch mal auf Instagram vorbei. Ich habe es euch in der Beschreibung verlinkt. Da habe ich das ganze Ding auch nochmal gepostet. Dann ist jetzt ja auch Batman und Turtles oder besser gesagt Teenage Mutant Ninja Turtles in die dritte Runde gegangen, wo ich an der Stelle zwei Cover erhascht habe, die jetzt hier ein bisschen durcheinander liegen, weswegen ich an der Stelle passenderweise mit den ersten anfange. Ein bisschen weiter drin ist dann noch das dritte Heft, wo an der Stelle leider keine Variant-Cover da gewesen sind oder im Umlauf sind, weswegen ich an der Stelle halt die Standard-Cover geholt habe, was auch nicht weiter schlimm ist, weil die auch schön gewesen sind. Ich hätte an der Stelle aber ein Variant-Cover schöner gefunden, weil ja gerade der Trend herrscht bei DC Comics oder allgemein bei US Comics, dass man bei Variant-Covern alle Einblendungen weglässt, wie das zuletzt auch Panini bei den Hochzeits-Variant-Covern gemacht hat. Ich weiß nicht, wie gut man die jetzt gerade wegen der Spiegelung der Höhlen erkennen kann, aber ihr wisst ja, was ich meine. Da steht halt nicht mehr Dick Batman und so weiter drauf. Und das ist so eine Sache, die sich gerade durchsetzt. Auch hier bei Catwoman, stoppt das jetzt hier Heft Nummer 12, bei dem Variant-Cover, wo man keinerlei Einblendungen hat und diese Anspielung an dieses Gemälde, wo man nicht einfallen möchte, wie das Gemälde heißt oder wie der Künstler heißt, der dieses Gemälde gemalt hat. Bitte ballerst mir unbedingt mal in die Kommentare rein, woran das hier nochmal eine Anspielung ist. Mir liegt es auf der Zunge, ich habe es auch irgendwo schon mal gesehen, habe jetzt aber nichts gefunden, wo ich auf Google gesucht habe mit den ersten Schlagwörtern, die mir eingefallen sind, wo wir an der Stelle aber gar nicht drüber reden wollen, was meine ersten Schlagwörter gewesen sind. Das ist wieder ein ganz anderes Thema und ich finde das Cover extrem schön. Muss auch sagen, dass die aktuelle Catwoman-Serie extrem gut ist. Habe jetzt im Urlaub den ersten Trade der aktuellen Solo-Serie gelesen, wozu die Tage die Review kommen wird und bin extrem begeistert und das Cover sah so fett aus, dass ich das ganze Ding mitnehmen musste. Das gleiche gilt auch für Wonder Woman. Ich glaube, es ist auch Heftnummer an der Stelle 72. Ich wollte sagen 12, aber es war dann doch die 72, was auch ein extrem schönes Variant-Cover ist, die man jetzt auch aktuell daran erkennt, dass immer Variant-Cover draufsteht. Das war ja nicht immer so gewesen oder zumindest ist das nicht bei jedem Variant-Cover so, dass ich meine Sammlung habe. Ich habe auch einige Variant-Cover, wo nichts draufsteht an US-Heften und finde es ganz cool, dass das jetzt immer direkt auf den ersten Blick ersichtbar ist, dass es über den Barcode draufsteht und halt an der Tatsache, dass man jetzt halt den Schriftzug, welcher Held es ist und so weiter, nur noch unten klein eingeblendet ist. Hab die große Hoffnung, dass das in Deutschland auch so bald der Fall sein wird. Kannst du mir aber sehr gut vorstellen, weil das ganze Ding ist, wie man sieht so auf Insta, jeder postet gerade diese Cover, recht gut durch die Decke geht und die Batman-Hochzeit-Variant-Cover haben ja schon gezeigt, dass Panini damit rumexperimentiert und ich hoffe, dass das so gut angekommen ist bei der ganzen Fanbase und im Forum, wo alle drüber halt am Schreiben sind, dass das ganze Ding sich jetzt durchsetzen wird und in Zukunft Variant-Cover immer so erscheinen, was auch in der ganzen Sache sinnig ist. Man bezahlt ja an den meisten Fällen für den Variant-Cover 1 bis 2 Euro mehr und da macht es ja auch Sinn, dass da weniger Werbung drauf ist und dass das ganze Ding halt ein bisschen künstlerischer daherkommt, wenn man schon 1-2 Euro mehr bezahlt. Des Weiteren habe ich mir dann auch von Catwoman Heft Nummer 11 das Cover gekauft, was auch so fett aussieht, dass das unbedingt im Rahmen landen muss und auch eins der fettesten Variant-Cover ist, die so in Zeiten Umlauf sind auf dem US-Markt. Dann geht's wieder weiter mit einem weiteren Lentacular-Effekt, der einer der Effekte ist, die so mittelmäßig gut funktionieren, da ich den Effekt aber so cool fand und die Anspielung einmal mit Riri in Iron Man Anzug und den Dr. Doom Iron Man und auf der anderen Seite halt noch den bösen Dr. Doom und Tony Stark im Kostüm. Wie gesagt, der Effekt funktioniert schon im Real Life so mittelmäßig, weswegen ich vermute, dass er für euch so extrem schlecht funktioniert, wie so ein Effekt auch nur schlecht funktionieren kann. Kann aber sagen, der sieht im Real Life auf jeden Fall ein ganz Stückchen besser aus wie hinter der Kamera oder besser gesagt vor der Kamera oder noch besser gesagt auf der Kamera und ist auf jeden Fall ein cooler Effekt, aber wie gesagt, ist halt einer von denen, die leider nur so mittelmäßig funktionieren. Dann auch bei mir gelandet, Moving the Cover, Peter Porker, The Spectacularly Spider-Ham, extrem cool das Cover, muss ich sagen, habe ich auch ein recht cooles Bild so gepostet, ich kann gar nicht aufhören mit Instagram-Werbung, oh mein Gott, ich muss damit unbedingt mal aufhören, es reicht glaube ich einmal am Anfang und am Ende, aber das ist auch wieder ein anderes Thema, auf jeden Fall sehr, sehr cooles Cover, auch so ein Ding, was nur wegen dem Cover bei mir gelandet ist, wie all die US-Hefte hier und eine sehr Sache, wo die ich so spontan gefunden habe, ich hatte eigentlich schon alles in der Hand gehabt, was ich bezahlen wollte, dann ist er nochmal kurz nach hinten, weil er mir noch eine andere gegradete Sache zeigen wollte. Ich weiß gar nicht mehr, welches Heft das dann tatsächlich gewesen ist, aber es ist wirklich unglaublich, was er da alles gegradet stehen hat. Und als er dann wieder weggegangen ist und ich noch geguckt habe, was ich in der Hand habe, habe ich nicht mehr so eine Kiste entdeckt, weil er halt wirklich unordentlich ist, der Laden. Man hat überall Kartons drin stehen mit aktuellen Veröffentlichungen, alten Veröffentlichungen, da ein paar Lentacular-Cover, da ein paar Figuren, oben noch ein paar Figuren, an die man gar nicht rankommt und dann nochmal eine Hinterstube, war das wieder ein ganz anderes Thema. Und als er gerade weggegangen ist, sehe ich nicht mehr in den Haufen
Haufen von Comics in Karton drin, wo so das Ohr von Spider-Ham rausgeguckt hat, wo ich dann reingegriffen habe, das Ding gesehen habe und unbedingt haben musste. Eines der wichtigsten Cover, was auch im Vorfeld für mich eigentlich das einzige Cover gewesen ist, was ich im Vorfeld unbedingt haben musste, ist dann das hier zu Deceit Heft Nummer 1, und zwar die Anspielung an S mit dem Joker und Robin vorne drauf, was so fett aussieht und wahrscheinlich das fetteste Cover aus meiner ganzen Comic-Sammlung ist. Also ich finde das so eine tolle Anspielung, und es ist eine Anspielung, die auch funktioniert, wenn man das Original gar nicht kennt, weil das halt so ein tolles Horrormotiv ist, mit so einem Killer-Clown, roten Roboter und vor ihm halt ein Junge oder besser gesagt ein Sidekick, was extrem cool in Szene gesetzt wurde und eine der fettesten Anspielungen ist. Und da oben drauf kommt dann direkt noch das nächste Variant-Cover, ich glaube auch zum ersten Deceit-Heft oder in dem Fall zum zweiten, und zwar in dem Fall eine Anspielung auf Nightmare on Elm Street mit Batman und der guten Poison Ivy vorne drauf, was auch extrem fett ist, wo ich an der Anfang tatsächlich gar nicht gerafft hatte, dass das eine Anspielung an Nightmare on Elm Street ist. Ich habe diese Filme schon tausendmal gesehen, kenne auch diese alten Cover oder besser gesagt das Filmplakat, was in dem Fall halt hier in dem Fall eine Hommage an dieses Filmplakat ist. Habe das Cover gesehen, fand das Motiv einfach nur fett, und als ich es dann gepostet hatte, hatte mir irgendeiner geschrieben gehabt, schöne Hommage an Nightmare on Elm Street, wo es mir dann erst wie Groschen von den Augen gefallen ist, und ich dachte, krass, das ist eine Anspielung an Nightmare on Elm Street, was mir im ersten Moment gar nicht aufgefallen ist. Bitte lasst mir unbedingt mal in die Kommentare rein, wenn ihr das Cover im Vorfeld auch schon irgendwo mal gesehen habt, ob euch direkt Nightmare on Elm Street in den Sinn gekommen ist oder ob ihr da auch ein bisschen auf dem Stauch gestanden habt wie ich und ob euch das erst beim zweiten Blick aufgefallen ist. Dann eine weitere Sache, die bei mir gelandet ist, die gar kein Variant-Cover ist und was wahrscheinlich auch so in Deutschland mit dem gleichen Cover erscheinen wird, weil das Cover extrem fett ist, ich aber in dem Fall trotz dessen mitgenommen habe, weil mir das Cover in dem Moment so gut gefallen hat, dass ich es unbedingt mitnehmen wollte, und zwar von Batman Who Laughs, was wahrscheinlich dann in Deutschland unter dem Titel der Batman der Lacht erscheinen wird, was so ein fettes Cover ist, dass ich es unbedingt haben musste, auch wenn es wahrscheinlich nochmal auf Deutsch erscheinen wird. Das gleiche gilt für die anderen Cover, da es allerdings da gerade so viele Variant-Cover gibt, habe ich da einfach mal gut zugeschlagen bei dem Batman der Lachte, weil das so fette Cover ist, dass es da auch nicht weiter stört, wenn es dann irgendwann mal doppelt in der Sammlung haben sollte, weil dann geht es nämlich direkt weiter mit denen hier, was das Variant-Cover zum fünften Heft ist, was so ein fettes Cover ist, dass es auch mit zu den fettesten Cover ist, die ich dieses Jahr in der Hand gehalten habe. Ich möchte das nicht schon wieder sagen, eines der fettesten Cover aus meiner ganzen Sammlung, aber es ist eines der fettesten Cover, die ich dieses Jahr in der Hand halten durfte. Das gleiche gilt auch für dieses hier, und in dem Fall kommt noch hinzu, dass ich bei diesem Cover DC Comics dazu entschieden hat, eine etwas dickere Pappe zu nehmen, wie es auch Panini oft bei den Events macht, was bei US-Heften jetzt nicht gerade so üblich ist, weswegen sie auch direkt einen Dollar mehr gekostet haben, $4.99 statt $3.99, was aber nichts weiter zur Sache tut, aber sehr ähnlich daherkommt und sehr, sehr schöne Motive sind. Dann sind wir auch direkt beim nächsten Batman Turtles Heft, was an der Stelle das zweite ist. Ich hatte tatsächlich die ganze Zeit im Kopf, dass es das dritte ist, und habe in den Shops überall das zweite gesucht und sehe jetzt, dass es die ganze Zeit dieses zweite gewesen ist und wahrscheinlich das dritte noch gar nicht draußen war und ich dann wahrscheinlich gerade auf aktuellen Stand bin bei dem Batman Turtles Event. Was noch eine Sache ist, die ich definitiv dazu erwähnen muss, die ich gerade eben anfangs vergessen hatte, ist eine Sache, die ich direkt beim Reinblättern gesehen habe. Und zwar ist das jetzt in dem Fall nicht einfach nur ein weiteres Batman Turtles Crossover, sondern ein Crossover zwischen allen Batman Franchises und Turtle Franchises, die es bis jetzt gegeben hat. Sprich, hier drin trifft so unter anderem den Justice Batman auf die Schwarz-Weiß Turtles aus den Anfang der, beziehungsweise Ende 80ern, Anfang 90ern oder die Nickelodeon Turtles aus dem Batman aus dem Bane-Film oder besser gesagt Christopher Nolan Film. Ist einfach mal so grob gesagt. Ich habe das gerade beim ersten Reinblättern bei den beiden Heften bestimmt schon 3-4 verschiedene Inkarnationen von den Turtles und Batman gesehen und bin gespannt, wer da genau alles aufeinandertreffen wird und ob das gleich auch für die Schurken gilt, und finde die Idee recht gut, gerade weil es schon 2 Crossover bei DC gegeben hat, die extremst gut gewesen sind. Ein drittes im gleichen Stil hätte wahrscheinlich auch extremst gut funktioniert, da es aber so viele Batman und Turtles Versionen gibt, finde ich es recht lustig, dass man sich in dem Fall dazu entschieden hat, halt so ein komplettes Franchise-Crossover zu machen, wo alle Batmans auf alle Turtles treffen und alle Turtles auf alle Batmans treffen werden. Freue mich schon extremst darauf, wenn das ganze Ding in Deutsch erscheinen wird oder besser gesagt auf Deutsch erscheinen wird. Kann man aber vorstellen, dass das eine ganze Weile dauern wird, weil bei der aktuellen Veröffentlichung sind wahrscheinlich gerade bei Heft Nummer 2 von insgesamt 6, die erscheinen werden. Sprich, das wird sich eh nochmal 4 Monate hinziehen, bis das ganze Event komplett erschienen ist. Wenn alle Hefte pünktlich erscheinen, vielleicht kommt ja auch nochmal irgendwie ein Ausfall zustande, dass ein Heft einen Monat länger auf sich warten lässt, und dann wird das nochmal ein bisschen dauern, bis das ganze Ding in den USA als Trade erscheint. Da muss es noch übersetzt werden, weswegen ich mir gut vorstellen kann, dass es noch ein ganzes Jahr dauern wird, bis das ganze Ding bei uns erscheint. Da Panini mittlerweile aber ein bisschen schneller mit der Veröffentlichungsweise ist, oder besser gesagt mit der Übersetzung, geht es sogar mit Glück sogar schon Ende des Jahres in Druck, aber wenn ihr das besser wisst durch die Vorschau, die machen immer diese Halbjahresvorschau, und das ganze Ding schon aufgetaucht ist, war das bitte gerne mal in die Kommentare rein, aber wie gesagt, kann man auch gut vorstellen, dass es noch ein ganzes Jahr dauern wird. Dann geht es weiter mit Deathstroke, Heft Nummer 44, was auch so ein extrem fettes Variant-Cover bekommen hat, dass ich das Ding auch haben musste, und das, obwohl ich Deathstroke aktuell gar nicht am Lesen bin, Deathstroke ist auch kein Charakter ist, der unter meinen Top 20 rangieren ist, aber das Cover sah so fett aus und ich fand den Stil recht cool mit der Farbgebung her. Erinnert mich
sehr an einen Alex Ross Cover. Ich weiß gar nicht, wer das ganze Ding gezeichnet hat. Muss aber sagen, dass es so fett aussah, dass es auch unbedingt haben musste. Hab dann reingeblättert. Muss auch sagen, dass mir das Innere dann ganz gut gefallen hat. Ihr wisst eh schon, Englisch, das ist immer so eine Sache. Denk aber, dass ich mir das Heft definitiv mal auf Englisch reinziehen werde und dann mal entscheiden, ob ich vielleicht der Deathstroke-Serie im Solo-Serie mal eine Chance geben werde, die in Deutschland gerade so ein bisschen strange veröffentlicht wird oder besser gesagt so ein bisschen sonderbandmäßig ohne Nummerierung veröffentlicht wird, weil man hingegangen ist und mit den letzten beiden Storylines so Solo-Bände veröffentlicht hat, wo man halt den Band nach der jeweiligen Storyline benannt hat, ohne dann eine Nummerierung drauf zu packen. Weswegen ich auch gewillt bin, jetzt mal so ein bisschen quer einzusteigen und finde die Entscheidung recht gut, dass man sich im deutschsprachigen Raum bei Panini jetzt dazu entschieden hat, Deathstroke in Storyline zu veröffentlichen, dann anstatt mit einer Nummerierung, weil das so den Einstieg in die Serie so für Leute wie mich ein bisschen leichter macht, wenn man so ein bisschen auf die Nummerierung in der Sammlung von den Rückseiten der Comics achtet. Mir ist das zwar so relativ egal bei manchen Serien, wo so eine Lücke schon passt, allerdings im besten Fall hat man das dann doch irgendwie lückenlos drinstehen. Ihr wisst, das ist so ein Sammler-Struggle, da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinballern, wie ihr das Ganze handhabt. Dann geht's weiter mit einem weiteren Variant-Cover zum zweiten Heft des The Seed-Event. Ihr seht, es hört gar nicht auf mit Variant-Cover. Ich bin mal gespannt, wie lang dieses Video hier wird. In dem Fall halt so ein Zombie-Superman, sieht auch extrem fett aus und war dann das Ding, was ich schon Schaufenster gesehen habe, weswegen ich schon mal in den Hank reingegangen bin. Zu guter Letzt an Variant-Covern habe ich in dem Fall noch das Black Panther-Heft Nummer 166, was eine Hommage an Hulk Nummer 340 ist und auch so ein extrem fetter Effekt ist mit dieser Kralle, wo sich dann in einem Fall halt der Hulk und in anderen Fall der Gute, ich habe den Namen von ihm vergessen, bitte verzeiht es mir, drin spiegelt. Sieht auf jeden Fall extrem cool aus, ist auch ein Lentacular-Effekt, der extrem gut funktioniert. Ich weiß das wie immer nicht, wie gut das hier im Video rüberkommt, kann aber sagen, dass das einer von den Effekten ist, die was besser funktionieren als die mittelmäßigen Effekte. So viel zum Thema Variant-Cover Amsterdam und Panini und dem Taschenverlag und dann geht's schon weiter mit dem Marco, der mir echt ein richtig fettes Paket geschickt hat. Also es hat direkt angefangen, als ich das Paket aufgemacht habe und einen Haufen Blu-rays drin gesehen habe, wo dabei gewesen ist, einmal Green Lanterns, Eternal Nights, dann Justice League Götter, der Götter und Monster, Batman vs. Robin, Batman The Killing Joke, Batman Beyond Staffel 1 und dann noch den Batman Beyond Film, Der Joker kommt zurück. Ich muss sagen, ich habe davon bis auf den Green Lantern und den Justice League Film alles schon in der Sammlung gehabt, allerdings mein kleiner Bruder nicht, der sich jetzt lustigerweise, wo ich in Urlaub war, die ganzen Filme bei mir ausgeliehen hat, weswegen der jetzt einfach die ausgeliehenen Filme behalten wird und die erst bei mir in der Sammlung bleiben, weswegen das ganze Ding perfekt abgerundet ist. Hast du mir auf jeden Fall eine große Freude mitgemacht und in dem Fall auch mein Bruder. Und das ist eine Sache, die mich extremst abgefeiert habe. Gerade bei dem Film Green Lantern Eternal Nights, den ich mir mal vor Jahren digital gekauft habe, wo man irgendwie mal abends langweilig gewesen bin. Ich mitten in der Nacht noch wach gewesen bin, auf der Xbox rumgeguckt habe, was man denn da an superhellen Sachen ausleihen kann. Habe dann den Film entdeckt, der zu dem Zeitpunkt irgendwie als Download 10 Euro gekostet hat. Die Blu-ray hat zu dem Zeitpunkt oder DVD besser gesagt noch 15 gekostet, weswegen ich mir den Abend dann einfach mal den Download gegönnt hatte. Und seitdem hat mich das ganze Zeit gestört, dass ich den Film zwar habe, aber nicht im Regal steht, weil bei Musik und sowas ist mir das mittlerweile egal, wenn ich eine Sache nur digital habe. Bei Comics und so superhellen Sachen habe ich sie dann aber doch lieber physisch in der Hand, weswegen mich das die ganze Zeit gestört hat, dass ich ihn digital gekauft habe und mir jetzt nicht nochmal die DVD kaufen wollte, weswegen es an der Stelle halt eine sehr coole Sache war, dass an der Stelle jetzt endlich die DVD bei mir gelandet ist. Des Weiteren war da auch noch so eine kleine Figur dabei, wo ich mir recht sicher bin, dass die Begleitung zu der Blu-ray von Justice League Götter und Monster ist, weil ich habe da mal irgendwie so ein Paket gesehen von dem Film, wo eine Figur dabei ist und da das hier anscheinend die gleiche Wonder Woman wie auf dem Cover ist, dürfte das die Figur sein, die dabei gewesen ist. Das ist auf jeden Fall eine coole Figur. Bin mal gespannt auf den Film, gerade wegen den Figuren oder besser gesagt Charakteren, die drauf vorne drauf abgebildet sind, was irgendwelche Versionen von Batman, Superman und Wonder Woman sind, die ich bis dato noch nie gesehen habe. Des Weiteren war noch eine Tasse drin gewesen, die ich an der Stelle aber schon in die Spielmaschine gepackt habe und zwar so eine riesige Hulk-Force, aus der man trinken kann. Extrem coole Tasse. Fand ich recht lustig. Habe ich schon ein paar Mal gesehen und auch schon einmal in der Hand gehabt und überlegt gehabt zu kaufen. Ich war mir nicht sicher, wie sauber die wird, wenn man sie in die Spielmaschine packt, wegen den einzelnen Fingern halt, wo sich dann irgendwas rum absetzen könnte. Werde ich aber spätestens jetzt sehen, wo ich es in die Spielmaschine gepackt habe und war auf jeden Fall auch eine recht coole Sache, dass das mit drin gewesen ist. Ein weiteres Highlight tatsächlich, in der Stelle ein US-Heft von Spider-Man, um genau zu sein, die Nummer 207 von der Spektakulär Spider-Man, müsste also mitten in der Klonsaga sein. So in den 90er Jahren müsste das Heft erschienen sein. Mal sehen, ob ich irgendwo eine Jahreszahl sehe. Ich sehe gerade 1993, also passt Klonsaga und 90er Jahre. An der Stelle schon gerahmt. Ich werde das Heft höchstwahrscheinlich schon auf Deutsch haben und werde es auch im Rahmen drin lassen und werde den Rahmen jetzt die Tage irgendwo hinpacken, wo ich in dem Zimmer noch Platz finde und fand sehr, sehr cool, dass ich an der Stelle ein gerahmtes Comic geschenkt bekommen habe. Kam tatsächlich noch nie vor. Die meisten Comics rahme ich dann noch selber und
total cool. Also ich fand es total lustig, als ich da dieses das ausgepackt habe. Und dann hatte ich hier so eine Pappe in der Hand, wo das drin eingewickelt war. Und habe mich schon gedacht, so von der Temperatur, als man das angepackt hat und schon durch die Pappe durchgemerkt hat, dass da was Kälteres drin ist, dass es vielleicht irgendwie ein Blechschild sein könnte. Dachte mir dann von dem Gewicht her, okay, fühlt sich dann doch was schwerer an und war dann total überrascht, dass ich da ein gerahmtes Comic drin gefunden habe. Extremst coole Sache. Gerade weil ich bei so vielen Comics immer vorhabe, die einzurahmen, es dann doch irgendwie nicht mache und die Sachen einfach nur irgendwie in Hüllen so ins Regal reinstelle. Aber das ist wiederum ein komplett anderes Thema. Dann waren einige Sachen im Paket drin, die ich schon habe. Das hatte der gute Marco mir auch im Vorfeld gesagt und meinte, pass auf, ich schicke dir die Sachen einfach zu. Vielleicht fällt dir eine ein, die du in die Hand drücken möchtest. Oder vielleicht behältst du sie für Tauschgeschäfte oder whatever. Ich brauche sie auf jeden Fall nicht mehr, weil er jetzt irgendwie, oder besser gesagt, er brauchte sie halt nicht mehr, weil er gerade Marvel aussortiert und nur noch DC sammeln möchte. Und demzufolge sind die kompletten Hefte von Secret Wars bei mir gelandet. Ein Event, was ich extremst abgefeiert habe und sogar für das beste Marvel-Event überhaupt halte. Also es gibt, glaube ich, kaum ein Event, was ich besser als Secret Wars fand. Und an der Stelle nochmal eine absolute Leseempfehlung raus für Secret Wars. Und ich muss mal abchecken, ob der Sinus das ganze Event noch nicht hat, weil wenn der Sinus das noch nicht gelesen hat, werden diese Hefte definitiv beim Sinus landen. Des Weiteren ist bei mir gelandet Old Man Logan in den ersten deutschen Printing. Ich meine zumindest, dass das erste deutsche Printing gewesen ist, weil das genau der gleiche Thread, den meine Frau mir damals geschenkt hat. Und ist so ein Ding, der jetzt bei mir auf dem Tauschstapel landen wird und ein sehr, sehr cooles Comic, wo man gar nicht oft genug sagen kann, wie fett ich das Ding abgefeiert habe, weil das Comic bei mir dazu geführt hat, dass ich jetzt mittlerweile den ganzen Raum voll mit Comics habe. Des Weiteren da drin gewesen ist dann Night of the Living Deadpool, extrem cooler Band, der bei mir auch auf dem Tauschstapel dann tatsächlich landen wird oder vielleicht mal bei meinem kleinen Bruder. Ich muss mal gucken, bei wem das ganze Ding landen wird. Auf jeden Fall auch eine coole Geschichte, die man sich mal reingezogen haben sollte. Genau das gleiche gilt dann auch direkt für die nächsten beiden Sachen, was auch beides Leseempfehlungen sind, die man sich mal angucken sollte. Zum einen Old Man Hawkeye, den ich auch schon habe, der wie gesagt in dem Fall auch auf dem Tauschstapel landen wird, und Dracula, besser gesagt Deadpool, Draculas Braut, was auch einer der besten Deadpool-Solo-Bände gewesen ist, die ich bis jetzt gelesen habe, den ich extremst lustig fand und der auch noch so ein Band gewesen ist, wo der gute Blade mit im Mittelpunkt gestanden hat, was mich ja immer abholt, weil ich großer Blade-Fan bin und mich über jede einzelne Veröffentlichung freue, wo Blade mal irgendwie so ein bisschen Spotlight bekommt, weil Blade ja so ein Charakter ist, der leider immer wieder untergeht. So viel zu dem Thema von Sachen, die sich jetzt bei mir gedoppelt habe, die ich weitergeben oder weiter tauschen werde, und der Rest, der da drin gewesen ist, war dann so krass, dass es definitiv alles bei mir landen wird, obwohl es größtenteils schon andere Versionen bei mir in der Sammlung drin habe. Und da macht direkt den Anfang eines der Lieblingsevents aus dem Hause Marvel. Also ich glaube, ich habe selten so oft das in einem Satz Lieblingsevent und Marvel erwähnt wie in diesem Video, aber tatsächlich das hier auch so eines der Events, die ich extremst abgefeiert habe, und zwar das Infinity Event, was der gute Hickman geschrieben hat, was im deutschsprachigen Raum dann in Tradeform nochmal so extremst dick dahergekommen ist mit zwei Trades, weil das ganze Event so dicht mit den New Avengers und den Avengers verstrickt gewesen ist, dass man sich bei dem Reprinting bei Panini dazu entschieden hat, die Avengers und New Avengers mit in die Trades reinzupacken, was auch bitter nötig ist, weil man sonst wahrscheinlich nur Bano verstanden hat. Aber selbst wenn man sich diese beiden Trades reingezogen hat, kann ich mir vorstellen, dass immer noch sehr viel Bano überbleibt, wenn man besser im Vorfeld alle anderen Sachen von Hickman an den Avengers und am besten Fall auch noch an den Fantastic Four gelesen hat, damit man hier wirklich gänzlich alles versteht, was hier so vorangeht. Und Hickman hat ein absolutes Meisterwerk abgeliefert und ich bin wirklich gespannt, was der gute Hickman in nächster Zeit bei den X-Men abziehen wird. Ich habe das ganze Ding schon in absoluten Heftform, sprich, ich habe alle New Avengers-Hefte hier drin, alle Avengers-Hefte und alle Infinity-Hefte, allerdings nicht die Trades. Und da das Event so fett ist und ich die Trades auch von der Aufmachung schön finde mit den Covern und das ganze Ding auch schick im Regal mit dem Buchrücken, der herkommt, ist das eine Sache, wo ich auch schon so ein, zwei Mal auf der Messe mit einem Liebäugeln war, wo ich die Dinger für 6-7 Euro gesehen hatte, ob ich es mir vielleicht nochmal holen sollte, weil ich das Event so cool finde und in dem Fall auch recht schön finde, sowas nochmal mit Buchrücken im Regal stehen zu haben. Und an der Stelle schließt sich halt der Kreis perfekt und ich habe die Dinger jetzt so bekommen und freue mich sehr, dass der gute Marco mir die zugeschickt hat. Dann bei mir gelandet Captain America Band Nummer 1. An der Stelle habe ich vom ersten Trade das Variant-Cover, habe an der Stelle jetzt auch das normale Cover und da schon Nick Spencer One zwar extrem Bauchschmerzen verursachend empfunden habe, auf der anderen Seite genauso cool geschrieben. Finde ich es ganz cool, dass ich jetzt vom ersten Trade das Variant-Cover und das normale Cover in der Sammlung drin habe. Dann ein weiteres Highlight, und zwar die Hälfte von Secret ich wollte gerade sagen Secret Wars, aber tatsächlich Secret Invasion, die ich damals beim ersten Lesen gar nicht abgefeiert habe, wo ich den Trade gelesen habe, was ein bisschen daran lag, dass das so ein Zeitpunkt war, wo ich die Bendis Avengers einfach so ein bisschen überdrüssig gewesen bin und auch den ganzen Bendis-Schreibstil, wo ich ja mittlerweile wieder zu hingefunden habe, mittlerweile eigentlich wieder alles abfeiere, wo Bendis draufsteht, weswegen ich mir tatsächlich nochmal vorgenommen hatte, das ganze Ding zu rereaden oder besser gesagt nochmal zu lesen, und mit dem Hintergrund, dass es mir vielleicht heute gefällt und ich das ganze Ding nicht mehr so abhate, wie es
es damals vom ersten Lesen getan habe und da in den Heften immer noch so ein kleines Tie-In-Ding mit abgedruckt wurde oder besser gesagt in den meisten Fällen eine Zweitserie mit abgedruckt wird, werde ich mir das ganze Ding das nochmal in Heftformat reinziehen und obendrauf sind die Cover, die hier drum für gewählt wurden, extrem fett und das ist so eine Sache, die ich in Heftformat noch nie in der Hand halte und ich guck mal gerade drin, was so die Zweitserie ist, dann das ist in dem Fall Secret Invasion Frontlines, habe ich schon fast gedacht, ich habe schon mal gesehen, dass es auch so Frontline-Bände dazu gegeben hat und werde mir das ganze Ding jetzt definitiv nochmal im Heftformat reinziehen und bin mal gespannt, ob das ganze Event jetzt für mich beim zweiten Durchlauf nochmal besser funktioniert als beim ersten Durchlauf. Eine weitere Sache, die jetzt bei mir gelandet ist, ist in dem Fall Spider-Man Cravens letzte Jagd, eine der besten Spider-Man-Stories, die ich jemals gelesen habe und so eine Sache, die ich extrem hässlich bisher in der Sammlung drin hatte und zwar in der von mir total verhassten Hachette-Collection. Ich finde zwar, Hachette hat eine gute Auswahl getroffen, aber ich sag's immer wieder, ich bin diesen ganzen Hachette-Design, dieses Einheitliche mit den Rahmen drum und der Auswahl der Stories nicht so hundertprozentig zufrieden, weswegen ich am liebsten alles von in der Panini-Version in der Sammlung drin stehen hätte. Und das ist jetzt so ein weiterer Baustein von Spider-Man, wo ich an der Stelle jetzt endlich das Panini-Bandant in der Hand halte mit dem kompletten Cover und nicht nur so einen kleinen Cover mit einem dicken, fetten, schwarzen Rahmen, was sehr viel schöner daherkommt und eine Sache ist, die mich jetzt auch sehr gefreut hat. Und eine weitere Sache ist, die ich jetzt irgendwann mal austauschen kann. Ich habe ja die große Hoffnung, dass ich so Stück für Stück hinbekomme, die komplette Hachette-Collection auszutauschen, dass ich die irgendwann mal komplett weggeben kann. Werde ich aber auch erst zu dem Zeitpunkt machen, wenn ich wirklich alles aus der Hachette-Collection nochmal als Panini-Pandant in der Sammlung drin habe. Dann noch eine weitere Sache, die da auch direkt mit in die gleiche Kerbe schlägt. Und zwar Daredevil Auferstehung, wovon ich auch nur die Hachette-Collection-Version habe. Eine der besten Storylines, die ich jemals gelesen habe von guten Daredevil. Und gehört auf jeden Fall zum absoluten Pflichtprogramm, wenn es um Daredevil geht. Wo ich an der Stelle auch extremst abfeier, dass ich davon jetzt endlich den anständigen Trade in der Sammlung habe und nicht nur die hässliche Hachette-Version. Und da mache ich auch direkt mit der letzten Sache an der Stelle weiter. Und zwar Wolverine Waffe X mit einer extremst krassen Veröffentlichung, die ich noch nie gesehen habe. Das Ding ist von 2017 und gnadenlos an mir vorbeigegangen und ich habe einfach nur vergessen, dass es das Ding gibt oder habe es einfach noch nie in Real Life gesehen, weswegen ich das nicht auf den Schirm hatte und fühlt sich schon direkt von dem Material vom Cover her extrem rau an, was mich erstmal gewundert hat. Als ich dann mal aufgeschlagen habe, habe ich auch verstanden, warum sich das ganze Ding so rau anfühlt, weil tatsächlich ist das hier ein Umschlag, der gleichzeitig ein Poster ist und darunter hat man dann nochmal ein Hochglanz-Hardcover von der legendären Storyline von Wolverine, wo ja damals der gute Kevin Smith so weit gegangen ist, nicht Kevin Smith, tatsächlich Barry Smith, als er das ganze Ding geschrieben hat und sogar selber entscheiden wollte, was für ein Papier Marvel dafür druckt, mit seiner Zeichnung von der Kolorierung perfekt rüberkommt. Alles Sachen, die ich dann tatsächlich dank der Hachette Collection weiß, weil Hachette das damals mit in dem Bonusmaterial veröffentlicht hat, aber trotz dessen finde ich es halt cool, dass ich an der Stelle mehr als einen anständigen Ersatz für den Hachette-Band bekommen habe und das hier ist tatsächlich mein absolutes Highlight aus dem ganzen Paket, was du mir zugeschickt hast, Marco, und ich sage an der Stelle gerne nochmal ein dickes, fettes Dankeschön für dieses Paket und für diesen unfassbar tollen Wolverine-Band. Also das sieht so fett aus, das Ding. Also ich wusste, wie gesagt, noch nicht mal, dass das ganze Ding gibt. Des Weiteren, wie gesagt, habe ich es gerade eben schon gesagt, ist nochmal so ein Poster dabei gewesen und jede Menge Sachen zum Aufklappen. Ich möchte das ganze Ding jetzt nicht kaputt machen. Muss mal gucken, vielleicht werde ich das nochmal ein bisschen genauer abfotografieren für Instagram, dass ihr das ganze Ding mal in seiner ganzen Gänze genießen könnt. Und die Storyline werde ich mir jetzt definitiv die Tage nochmal reinziehen. Ich muss sagen, die Storyline als solche fand ich damals nur okay, hat zwar Spaß gemacht, ist das aber für mich tatsächlich kein Aushängeschild. Wenn es um den Charakter Wolverine gibt, auch wenn es eine Storyline ist, die sehr viel Einfluss auf den Charakter genommen ist, ist es jetzt halt nicht das Must-Read in meinen Augen, aber diese Aufmachung ist so schön und eine der schönsten Wolverine-Veröffentlichungen, die ich jemals gesehen habe und ich feiere das Ding extremst ab. Ich sag's gerne nochmal, absolutes Highlight aus dem Paket, was du mir dazu geschickt hast und damit hast du mir mehr als eine große Freude gemacht. Dickes, fettes Dankeschön nochmal. Das war's. Ich bin mal gespannt, wie lang das Video geworden ist. Wie gesagt, es ist wirklich viel bei mir angekommen. Werde mich jetzt erstmal so ein bisschen da durchwühlen, muss die ganze Sache jetzt auch auf meinen Lesestapel im Regal einsortieren. Wird ein bisschen dauern, bis hier wieder so ein bisschen Gang auf den Kanal kommt oder besser gesagt, wieder regelmäßig Videos kommen. Ich hatte mich jetzt die längste Videopause, die ich jemals gemacht habe, seitdem ich Videos aufnehme. Um genau zu sein, habe ich jetzt 2,5 Wochen nichts mehr aufgenommen, habe auch keine Videos mehr im Petto. Sprich, nach dieser Veröffentlichung wird es wahrscheinlich 1-2 Tage dauern und dann kommen die ersten Reviews für die Sachen, die ich in Urlaub genommen gelesen habe. Ich habe wirklich relativ viel gelesen. Ich werde euch irgendwo mal ein Bild dazu einblenden, was ich dann im Urlaub alles weggelesen habe und dazu kommen dann die Tage Reviews und das war es meinerseits. Bitte ballert mir mal in die Kommentare rein, ob ihr diese Veröffentlichung auf den Schirm hattet und ob sonst irgendwas dabei gewesen ist, was ihr auch in der Sammlung habt und wenn ja, wie es ihr gefunden habt und das war es meinerseits. Ballert alles mal in die Kommentare rein, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, guckt auf Instagram vorbei, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!